nach war die rote Karte der Knackpunkt. Wir waren 0-1 hinten, aber hatten noch vor, das Spiel zu drehen und sind dann, denke ich mal, auch ein bisschen besser wieder ins Spiel gekommen in der zweiten Hälfte. Und ja, dann stellt der Schiedsrichter einen Spieler von uns runter, wo ein bisschen fragwürdig ist, die rote Karte. Und das war für mich der Knackpunkt. Ja, wir waren, wie gesagt, waren wir gerade wieder besser im Spiel und hätten das Ding vielleicht noch gedreht. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hätten da schon in Führung gehen können, haben es leider verpasst und dann haben wir halt unglücklich das Gegentor bekommen. Und ja, das ist nie gut, wenn man ein Gegentor bekommt. Dann muss man sich erstmal die paar Minuten schütteln. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unsicher waren. Wir hatten vor, das Ding zu drehen und ja, von Unsicherheit würde ich da jetzt nicht sprechen. Aber wir waren wieder heute als Mannschaft, waren wir eine Einheit, wir haben zusammen gekämpft. Natürlich, die Schwächen waren heute wieder Torabschluss. Ja, wir hätten, wie gesagt, zwei Dinge machen können, auf jeden Fall. Wir hatten gute Chancen und daran müssen wir noch arbeiten, auf jeden Fall. Ja, wir waren eigentlich von Anfang an ganz gut im Spiel und hatten auch zwei, drei richtig gute Chancen gehabt. Wir hätten natürlich ein Tor machen müssen und da wäre das Spiel ganz anders gelaufen und so, ja, nach einem eigenen Standard kriegen wir einen Konter und geraten so in Rückstand und ja, da waren wir erstmal schockiert gewesen. Ja, das war halt das Problem. Das ist enttäuschend nach der ersten halben Stunde, wie wir angefangen haben, wie gesagt, dass du Spiele mit 2-0 hättest in die Halbzeit gehen können, gehst mit einem Rückstand in die Halbzeit. Ja, und dann kurz nach der Halbzeit mit einem Mann weniger, beziehungsweise relativ dann schnell mit zwei Mann weniger, war es natürlich schwer und wir haben halt gekämpft bis zum Ende und haben natürlich dann alles versucht. Also wir sind jetzt noch am Anfang der Saison, das war jetzt das vierte Spiel und ja, die Enttäuschung ist groß, aber das müssen wir schnell aus den Köpfen bekommen und am Dienstag geht es natürlich weiter mit dem Spiel in Stuttgart.